Hi YouTube-Zuschauer, heute will ich euch mal was abseits von Simracing vorstellen. Und zwar bin ich ja nicht nur Simracer, sondern auch Gamer seit den 90ern und ja, spiele auch gerne mal was anderes wie nur Rennspiele, aber vorwiegend aktuell, ja, vorwiegend Rennspiele. Und ich habe durch einen Zeitungsartikel irgendwie letzter Zeit mitbekommen, dass irgendein Streamer über Counter-Strike Waffenkisten richtig viel Asche bekommen hat. Dann dachte ich schau mal auch bei mir mal rein und ich habe über Jahre ab und zu mal Counter-Strike gespielt. Siehe da, ich habe irgendwie 160 Waffenkisten da angesammelt, mit denen ich nichts anzufangen weiß, weil ich öffne die nicht. Ich zahle 0 Geld, 0 Euro für irgendwelche Skins, die einen nicht besser machen. Ich brauche es nicht. Und dann habe ich echt einen Haufen Waffenkisten verkauft und so um die 240 Euro im Dreh eingenommen. Und dann lag der Gedanke, was mache ich damit? Ja, was habe ich damit gemacht? Ich habe es irgendwie in ein schönes Steam Deck verwandelt. Habe ich schon immer geliebäugelt, habe aber gedacht, ja, brauchst du das, die 400 Euro, machst du das? Für welchen Use Case, na, und im Moment ist da so, ich habe es jetzt seit, würde sagen, 3 Wochen, ja, knapp vor dem Steam Sale habe ich es gekauft, ein bisschen mehr als 2 Wochen. Und der Use Case bei mir ist, ich bin ja kein Student oder jemand, der viel unterwegs ist, ist der Use Case ist eher einfach mal so für ein paar Spiele, für die ich am PC nicht unbedingt sitzen will, einfach mal zwischendurch auf dem Sofa zu spielen, mal vielleicht im Bett, wenn die Frau schon schläft. Mal auf dem Sofa, wenn die Frau irgendeine Serie guckt, die mir weniger gefällt, oder irgendeine Serie gerade anspruchslos ist, dann kann ich nebenher auch was Lockeres mal spielen. Und da bin ich gerade noch so am Erproben, wie sich das Ding beweist. Und warum Steam Deck? Ja, da denke ich mal, gibt es so viele Videos, da brauche ich hier jetzt wenig zu erzählen. Ihr könnt einfach auch die anderen Reviews angucken. Es ist einfach, würde ich mal sagen, echt eine gute Preis-Leistung, ne, für 64 GB, besonders jetzt, wo der Steam Sale war, für 377 Euro, glaube ich. Das Lustige ist, ich habe eine Woche vor dem Steam Sale gekauft, irgendwie ganz dumm, habe dann den Steam Support angeschrieben und habe dann tatsächlich jetzt Steam Guthaben als Ausgleich bekommen. Das heißt, ich habe 240 Euro über CS-Kisten und dann 130 Euro irgendwie paar zerquetschte drauf gezahlt und dafür echt geniale Hardware im Endeffekt in der Hand. Relativ groß, aber ist halt schon mega genial. Was spricht für das Steam Deck? Also da denke ich mal, ist ganz klar, sagen ja auch die anderen Reviews, man hat absolute Freiheiten und gerade für Basteln-Nerds ist das mega cool. Ich habe gleich die 64 GB Version genommen und eine 1 TB SSD gekauft für, ich glaube, knapp über 90 Euro mit Versand. Und als das Steam Deck ankam, habe ich die SSD direkt reingeschraubt, weil die MicroSD-Karten sollen eigentlich okay sein für Steam Deck. Das reicht, da sind nur Ladezeiten in manchen Spielen länger. Aber ich wollte irgendwie keine Kompromisse und ich weiß, es gibt immer wieder so große Spiele, die einfach mal gleich 200 GB da reinhauen und ich will da irgendwie flexibel sein und ein paar mehr Spiele gleichzeitig installieren, bisschen Emulatoren, wo wir bei dem Punkt kommen, absolute Flexibilität. Man hat ein Desktop-OS auf Linux-Basis, was man sogar für Office nutzen könnte. Es unterstützt jeglichen Standard. Also das finde ich einfach immer mega geil, so als PC-User, der immer seine PCs selber baut, ja, SSD reingehauen und dann ganz normal machst da ein Image auf einen USB-Stick von Steam, was die anbieten, installierst das Ding neu, alles eigentlich wie so ein normaler PC und das ist halt schon mega genial. Emulatoren noch mal gleich ein paar ausprobiert. Ich mag keine Retro-Games, habe ich echt gemerkt. Ich installiere die immer, weil da so ein bisschen natürlich die Seele dran hängt. Na, mit so Mario 3 bin ich auch groß geworden. Aber ich will es heute auch nicht mehr spielen. Was ich aber tatsächlich schon gern spiele, wir haben auch eine Switch und ich habe ein paar Spiele, die braucht mein kleiner Junior nicht spielen. Ja, die hätte ich aber gern dann bei mir gezockt. Und die kann ich tatsächlich hier super spielen. Also ich habe mir mal ein paar ROMs draufgehauen. Natürlich habe ich den Key von meiner Switch.
Und das funktioniert richtig gut. Also da kann man echt nicht meckern. Auch PS2, PSP, da gibt es halt schon noch ein paar Spiele, die man auch heute noch spielen kann. Aber im Endeffekt merke ich es bei mir, warum sollte ich die spielen, wenn ich einfach hier ein Disco Elysium zocken kann, wenn ich hier ein Elden Ring echt gut spielen kann. Was hatte ich, habe Stray direkt irgendwie in 2 Abenden so abends so auf dem Sofa weggesuchtet, weil es einfach echt cool ist, ein paar Bluetooth-Kopfhörer dran. Also es ist absolut flexibel, das Ding, und ich finde das Display vollkommen ausreichend. Ist ein IPS-Display, von Auflösung ist es gerade so okay, aber auch jetzt bei Disco Elysium, die Texte kann ich alle gut lesen, finde ich voll okay. Größer wäre besser, also engere Ränder und vielleicht noch ein bisschen mehr Auflösung. Also wenn das Ding mal irgendwann Full HD und noch ein Zoll größer ist vom Display, glaube ich, da wird es echt ins Schwarze treffen. Was aber mega genial ist, das ist halt echt diese Ergonomie mit den Schultertasten, mit den Triggern. Also es liegt so gut in der Hand. Also ich liebe es. Ich habe es danach, bisher mein Favoriten-Controller ist eigentlich der PlayStation 5 Controller. Vorher habe ich eher Xbox gemocht. Aber der PlayStation 5 Controller hat halt mega geil mit den adaptiven Triggern, und ich spiele auch gerne mal PlayStation 5. Auch also sehr, sehr gut, aber wo ich dann nachdem ein paar Stunden gespielt habe, fühlt sich der PlayStation Controller nicht mehr so gut an. Und auch die Abstände, ne? Also wie die das gemacht haben, dass hier die Buttons direkt neben dem sind und nicht untereinander, das ist wirklich so gut. Also es fühlt sich einfach so gut an, wenn man das in der Hand hat. Es ist so gut erreichbar, zumindest für mich. Also die Trackpads sind vollkommen in Ordnung, haben auch echt ihren Grund, gerade in ein paar PC-Titeln, wo Controller-Support so lala ist oder wo man kurz was im Desktop-Mode kopieren muss oder sonst was. Da sind diese Trackpads eigentlich echt ausreichend und auch cool. Aber so die Ergonomie genial für Erwachsene. Ne? Bei Kindern glaube ich vielleicht weniger. Mit dem Gewicht habe ich auch gar kein Problem, weil ich spiele es dann meistens abgestützt auf den Ellbogen, und dann habe ich es in der Hand. Habe mir ja noch so für die Sticks so Gummis geholt, eine Displayschutzfolie und so eine TPU-Hülle von AliExpress. Vielleicht nicht das Coolste, aber die fühlt sich ja echt nochmal ein bisschen klobiger an. Finde ich aber gut. Liegt noch besser in der Hand. Also ich mag es so. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Jetzt erzähle ich doch irgendwie mehr über Steam Deck, wie ich wollte, aber ja, es ist eigentlich echt genial. Also wenn du überlegst, du kannst AAA-Titel mit 40 FPS in 800p spielen, ist das schon ziemlich cool. Also ich mache meistens so diese 60, 40 Hertz-Sperre rein. Ein paar Spiele laufen dann gar nicht auf 100% bei dem Chip. Na, das heißt, dann ist auch die Akkulaufzeit mehr als 2 Stunden. Mach FSR an und es sieht auf dem Display cool aus und insgesamt einfach Technik, die einen begeistert. Nachteil, es ist relativ groß, es ist etwas schwer. Ne? Jetzt, je nachdem, man jetzt wirklich viel in der Bahn ist, viel im Bus irgendwie spielen will, das holt es nicht mal ebenso hervor wie ein Handy, was man vielleicht eher hat. Da ist das Ding halt schon so, wow, was ist denn das? Ne? Aber einfach nur mega genial. Und vielleicht noch ein Nachteil, es ist halt nochmal ein zusätzliches Device, was so rumfliegt. Na, das habe ich auch zuerst gedacht, brauche ich das. Und nochmal eine zusätzliche Ausgabe. Jetzt in meinem Fall war es eh günstig, aber klar, ich könnte es auch wieder weiterverkaufen. Wenn es bei mir nur rumliegt, das Deck, dann werde ich es auch weiterverkaufen, weil dafür ist es zu schade. Das muss genutzt werden. Aber wie gesagt, gerade so für Leute, die viel unterwegs sind oder Leute, die wenig Geld haben. Also wenn ich an meine Studentenzeit denke, da war Gaming-PC schon ein Aua-Aua. Und da ist das Ding halt schon genial, weil das kann schon relativ viel und man hat eine riesen Spielauswahl. Steam Library ist halt weit überlegen den anderen Konsolen, deutlich günstiger, auch über Drittkeys und Einbindung von anderen Spielen und Emulatoren und zeitgelodete Spiele. Das funktioniert also. Ich habe auch Windows-Spiele zum Laufen gebracht mit C++ Runtimes. Das funktioniert auch. Also, wenn man damit halt sich halbwegs beschäftigt und weiß, was man machen muss und sich bei YouTube zu helfen weiß oder mal lesen kann in Englisch. Also, es geht fast alles, außer die Spiele, die irgendwie so einen Cheatschutz haben, wie Call of Duty, die haben natürlich ein Problem mit Linux.
Die kriegst du vielleicht installiert, aber die werden dann Fehler abwerfen. Also da ist dann halt echt schwierig. Naja, und dann hatte ich das Ding und dann kam jetzt auch noch Prime Day und da hatte ich noch ein Device, was ich immer wieder so als Alternative dazu mir angeschaut habe. Und das wäre so ein Handheld, so ein Controllerhalter für Smartphone. Und da dachte ich, okay, wenn, dann holst du dir hier was Gescheites. Und das ist das X2 Pro, Xbox lizenziert, hat analoge Pedals, hat ein bisschen größere Sticks, bisschen größere Buttons als das normale X2, hat auch zwei Backbuttons, also an den Hinterseiten. Und dann habe ich gesagt, okay, das könnte vielleicht auch cool sein. Und ich habe es zum Prime Day relativ günstig, gab es das, ich will nicht lügen, ich glaube 64 Euro war es. Heißt mir mal dann bestellt, um es mal auch einfach auszuprobieren, um da auch einen Vergleich zu machen. Und deswegen mache ich auch eigentlich das Video, weil ich habe da nichts Gescheites gefunden, sozusagen Steam Deck versus mobiles Smartphone und dann einfach nur mit Steam Link, Xbox Cloud Gaming, PlayStation Remote Gaming, wenn man halt zum Beispiel eine PlayStation und PC hat, das läuft echt gut auf dem Telefon. Also ich habe eh so ein großes S23 Ultra mit einem riesigen Display, da sieht PS Remote super drauf aus, Steam Link sieht super drauf aus. Das Hauptproblem ist Eingabegeräte und dieser Ease of Use, also dass man einfach ganz schnell spielen kann. Da muss ich sagen, da ist halt das Steam Link zum Beispiel mega genial. Also gerade die Spiele, die installiert sind, das ist Knopf drücken, 4-5 Sekunden später kannst du direkt an der Stelle weiterspielen. Na, Knopf drücken, Display aus, alles ist im Standby. Na, man muss nichts verbinden, man muss nichts machen. Aber dann dachte ich, okay, komm, vielleicht reicht mir das ja und ich spiele dann hier einfach nur mit Steam Link. Oder ich habe auch ein paar Titel, gerade wegen PS Plus, die immer wieder reinkommen. Hier jetzt mein Video Alan Wake, das gab es irgendwie letzten Monat. Spielst du die mal auch auf dem Telefon mit einem gescheiten Controller? Ich habe auch so einen PlayStation 5 Adapter, wo man das Smartphone reinmachen kann, aber das finde ich unergonomisch von der Gewichtsverteilung, ne? Weil dann hängt das immer nach vorne und das fühlt sich nicht so gut an wie so ein Handheld, wo man das Display in der Mitte hat. Also das ist einfach deutlich besser von der Ergonomie wie so ein Teil, Handy da drüber. Naja, habe ich das Ding jetzt getestet und das ist halt natürlich günstiger als ein Steam Deck. Ich finde, das Ding, was es bietet, ist für den Standardpreis viel zu teuer. Ja. Also dafür, dass das eigentlich, jetzt sage ich mal, nicht hochwertiger ist als ein Xbox-Controller oder so ein PlayStation 5-Controller. 80 Euro oder 89 Euro UVP, finde ich ein bisschen teuer. Aber hat halt irgendwie vielleicht seinen Nutzen und es ist halt zumindest das Beste fürs Smartphone, was ich hierzu gesehen habe. Dachte ich. Also was ist auf jeden Fall an dem gut? Ne? Es hat Xbox-Layout, ist etwas größer, hat ein bisschen mehr Travel, die analogen Trigger, hat die Sticks haben so Gummis, die man austauschen kann. Das ist wirklich, wo man sagt, okay, das ist dann das Pro. Ergonomie passt ganz gut. Android-Games laufen auch. Besonders die direkt Controller supporten, ist natürlich echt easy zu nutzen dann. Aber es gibt auch einige Android-Games, die unterstützen nur Touch-Eingaben, sowas wie Call of Duty. Ich denke mal, weil du dann sonst echt einen Vorteil hast durch so einen Controller, einen gewaltigen. Da gibt es dann so Key-Mapping-Programme, also Gameser hat da was im Programm. Ich habe noch ein anderes installiert, das war dann aber auch nicht wirklich besser, weil beide brauchen dann wirklich so ein Wi-Fi-Debugging in den Entwicklereinstellungen. Das muss dann halt pairen, das läuft dann mit relativ viel Ressourcen im Hintergrund. Muss ich sagen, das will ja auch nicht die ganze Zeit auf dem Telefon. Also mein Telefon hat dann auch irgendwann gemeckert und gesagt, hier braucht ein Neustart. Na, fand ich so lala, also für den Use Case nicht so cool. Also Steam Link lief wirklich super, das lief sofort und sieht auch gut aus. Aber eins muss ich sagen, es fühlt sich nicht gleich gut an. Und das ist nicht die Latenz, sondern wenn man das Steam Deck gewöhnt ist, es ist die Auflösung. Ne? Also der Samsung ist feiner aufgelöst und dann sind alle Elemente irgendwie relativ klein, weil das so gestreamt wird und irgendwie nicht so richtig eskaliert wird. Also kann man schwer beschreiben, aber es fühlt sich alles auf dem Deck besser an. Das Display ist ja auch ein bisschen größer als auch auf so einem S23 Ultra.
Aber es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung. Also jemand, der sagt, ey, ich will nur Steam Link Spiele spielen oder Xbox Cloud Games, ich glaube, das ist dann eigentlich schon okay und die günstigere Lösung als so ein Steam Deck kann man dann schon empfehlen. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum größten Wermutstropfen. Das habe ich vielleicht auch dann übersehen und ich habe ein paar Reviews auch zu dem Gamesir X2 Pro angeschaut. Ich fand sehr attraktiv mit dem USB-C-Buchse, weil da kann man auch Pass-Through mal laden, wenn man da auf dem Sofa hängt. Und man braucht sich nicht mit Bluetooth da koppeln, beschäftigen, sondern reinstecken und let's go. Das ist cool, aber PlayStation Remote funktioniert nicht. Funktioniert wirklich nicht. Und man müsste, wenn dann sich dann den Controller da mappen oder eine kostenpflichtige Drittanbieter-App kaufen. Ich glaube, die PS Play für 7 Euro, die wäre es dann gewesen. Ich glaube, die funktioniert ganz gut. Laut Bewertungen und anderen. Wollte ich jetzt aber auch nicht kaufen, nur zum Ausprobieren. Und was für mich dann ein Problem war, ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Ihr seht es auch hier bei mir im Video, es ist sehr suboptimal, weil die Touch-Elemente, ne, die bleiben bestehen. Ne? Also man mappt dann sozusagen die Eingaben von dem Controller auf diese Touch-Flächen zu und dann hat man da immer noch so irgendwelche Overlays und das war alles irgendwie, das ist nicht so geil. Also das wird mich überhaupt nicht glücklich machen. Eine Alternative wäre der X2 Bluetooth, der hat aber wiederum Knöpfe, Tasten und Sticks wie so eine Switch. Das ist für mich auch wieder irgendwie, ne, macht mich überhaupt nicht an. Also da müssen irgendwie die Hersteller irgendwas Geiles machen, damit das dann irgendwie alles besser macht. Naja, deswegen wird wahrscheinlich für mich der Gamesir X2 Pro leider zurückgehen. Also, und deswegen auch für euch die Info, falls jemand da denkt, hey, ich kann Steam Link spielen. Jo, das funktioniert ganz gut. Ist nicht so geil wie Steam Deck, aber ist okay. Xbox soll auch super laufen. Habe ich jetzt nicht, benutze ich nicht, auch kein Xbox Cloud Gaming. Nvidia GeForce Now wäre wahrscheinlich auch ganz cool, so übers Telefon mit dem Ding läuft wahrscheinlich auch, weil es ein Xbox-Controller ist, aber PlayStation Remote, forget it, also das geht mit dem Ding halt irgendwie nicht gut, nicht zufriedenstellen. Insgesamt, kurz zusammengefasst, wem würde ich das Deck empfehlen? Insbesondere würde ich es Leuten empfehlen, die sich keinen PC leisten können oder wollen, Gaming-PCs sind ja echt teuer geworden. Und wenn man nur Gelegenheitsspiele spielt, so Indie-Titel, da gibt es ja auch echt coole, die Spaß machen. Dafür ist, glaube ich, das Steam Deck vollkommen ausreichend, kann auch im Dock-Mode genutzt werden mit Bluetooth-Controllern, also echt flexibel. Für Leute, die viel unterwegs sind, das heißt nicht immer an einem Ort sind und sonst vielleicht irgendwie einen Gaming-Laptop genutzt haben, aber den packst du nicht in der Bahn aus, so ein Steam Deck, why not? Wenn ihr an meine Studentenzeit denkt, da war ich jedes Wochenende Pendler, da hätte ich so ein Steam Deck geliebt. Also das ist ja mega geil. Und bei meiner Situation, ich arbeite viel, habe Kinder, aber zocke auch mal gern, da muss ich noch beweisen. Aktuell bin ich ja relativ begeistert und guter Dinge, dass ich da halt eher so Indie-Games und so andere Titel spiele, wie jetzt am PC, wenn ich direkt davor sitzt, ne? Deswegen. Für wen würde sich der Gamesir Game Controller empfehlen? Also oder sowas in der Art. Da muss ich sagen, das ist eher für Leute, die Android-Games spielen vielleicht. Die sagen, ja, das reicht mir. Oder iOS-Games, ist ja dasselbe. Ich halte von den Mobile-Games gar nichts. Jeder, der echt Gamer ist, der weiß, was das eigentlich immer für ein Mist ist, was die da verzapfen. Das muss ich einfach so sagen. Also Mobile-Gaming ist für mich irgendwie gestorben, weil das ist alles nur auf Werbung und Grinden und auf sonst was basiert. Das mag ich gar nicht. Für Leute, die Xbox Game Pass nutzen, den Ultimate für Cloud Gaming, wenn da jemand was hat und sagt, hey, da brauche ich kein Steam Deck, weil ich mache eh nur Cloud Games oder so ein Remote Play Games, dafür ist es nicht schlecht. Oder halt na, die Leute, die sagen, ich habe eh eine Playstation, ich brauche nicht noch ein zusätzliches Device und ich spiele meine Playstation, aber ich teile zum Beispiel meinen Fernseher, den großen, mit meiner Frau und da kann ich nicht immer Playstation spielen, wenn wir zusammen was gucken. Das ist dann schwierig, aber wenn jemand sagt, den Fall habe ich nicht, wenn ich PlayStation spielen will, dann setze ich mich an meinen Fernseher. Klar, ich könnte die hier hochbringen und auch meinen Monitor anschließen.
macht man dann aber nicht aus Convenience-Gründen. Also beides hat seine Daseinsberechtigung. Größter Knacker beim Game Service halt tatsächlich PlayStation Remote geht nicht. Und der große Vorteil von dem Steam Deck ist halt einfach einen Knopf drücken, es macht Klick und es ist da. Und das ist halt echt ein Device, was mich irgendwie begeistert, auch wenn man sagt, hey, ich zock da mal 10 Minuten auf dem Klo, das macht sogar dann Spaß, bevor ich irgendwie einen Quatsch in Nachrichten lese. Also das wäre so meine Zusammenfassung von den beiden Gaming-Devices, die irgendwie so im Handheld-Charakter sind. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Sagt auch, ob euch das gefällt, was ich euch erzähle, ob ich da irgendwie mehr von machen soll oder soll ich eher beim Sim-Racing bleiben. Gerne Feedback geben. Ich habe auf jeden Fall Spaß mit beiden und ich habe mich halt intensiv jetzt irgendwie mit beiden beschäftigt, auch wirklich intensiv durchgetestet und wollte es dann wissen, was fühlt sich besser an, warum fühlt sich es besser an. Ich hoffe, ich konnte meine Eindrücke teilen und bis dahin.